Das erste große Regionalfinale des Real Junior Cup fand nahe Berlin in Rangsdorf statt. Aus über 20 Städten reisten am Samstag die besten Straßenfußballer des Ostens zum Südring Center. Für die angemeldeten 26 Teams ging es um nichts weniger als den Einzug ins Megafinale des Real Junior Cup 2011. Wir sind aufgeregt, aber wir sind heiß darauf. Wir wollen gewinnen. Nicht letzter Platz werden. Wir wollen halt das Turnier hier gewinnen. Oder Dritter wenigstens werden, damit wir ins Megafinale kommen. In einem hochklassigen Turnier zeigten die Nachwuchskicker ihr ganzes Können. Zahlreiche Zuschauer waren angereist und die staunten nicht schlecht. Über 400 Tore wurden bejubelt. Und bereits in der Gruppenphase wurde deutlich, dass es bis zum Schluss spannend bleiben würde. Am Südring Center in Rangsdorf drehte sich auch neben den Spielfeldern alles um das runde Leder. Beim Fußballgolf wurde die Geschicklichkeit der Nachwuchskicker geprüft und im Soccer Cage zeigten die Kids im 1 gegen 1, was sie drauf haben. An der Torwand wurde dann noch für den guten Zweck getroffen, bevor es im großen Finale spannend wurde. Dort trafen die Berliner Teams Tottenham 03 und die Kurzhosengang aufeinander. Die befreundeten Teams zeigten den Zuschauern eine tolle und spannende Partie. Am Ende freuten sich die Jungs der Kurzhosengang über ein 4:1 und damit den Sieg beim Ostfinale in Rangsdorf. Bei der anschließenden Siegerehrung gab es Medaillen, Pokale und natürlich einen Real-Einkaufsgutschein für die ersten drei Plätze. Alle drei Teams werden nun zum Megafinale im Herbst nach Dortmund reisen. Und besonders happy waren die Sieger des Ostfinales. Ich freue mich auf Dortmund. Es wird mir eine Ehre sein, vor 70.000 Zuschauern oder 80.000 zu spielen. Mit dem obligatorischen Siegerfoto endete ein ereignisreicher Turniertag in Rangsdorf.